Bei einem Verkehrsunfall südlich von Wabern wurden am Samstag gegen 23 Uhr drei Personen schwer verletzt. Eine 19-jährige Frau aus Homberg kam nach einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von Straßenglätte nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie mit ihrem Wagen frontal gegen das Auto einer 20-jährigen Frau aus Wabern. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Frauen schwer verletzt, ebenso der 29-jährige Beifahrer der Frau aus Wabern. Während der Mann und die Frau aus Homberg vom Rettungsteams versorgt wurden, musste die Frau aus Wabern von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Sie wurden nach Behandlung durch einen Notarzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Kassel gebracht. Die anderen beiden Unfallbeteiligten kamen ins Fritzlarer Krankenhaus. Die B254 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.